Ich begrüße Sie ganz herzlich. Es geht heute um das Thema Grundsteuerneubewertung. Wir haben in 2022 ein Zeitfenster vom Gesetzgeber vorgegeben bekommen, um unsere Grundstücke einer Neubewertung zuzuführen. Ich habe dazu im Interview den Steuerberater Peter Wahler aus Zell unter Eichelberg, Baden-Württemberg, der uns hier kurz und prägnant auf den Punkt bringt, um was es geht und was bis wann vom einzelnen Steuerpflichtigen und von den Unternehmern zu leisten ist. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude. Bitte geben Sie dem Video Ihr Like, wenn es Ihnen gefallen hat, und abonnieren Sie gerne meinen YouTube-Videokanal. Danke. Ja, Peter Wahler, Steuerberater aus Zell unter Eichelberg, heute im Call. Es geht um die neue Grundsteuerbemessungsgrundlage, um das Erhebungsverfahren. Lieber Peter Wahler, bitte um kurze Erläuterung, was ändert sich zum alten Verfahren, um was geht es eigentlich und welche Fristen haben wir denn jetzt als Steuerbürger oder Unternehmen zu wahren? Um was geht es eigentlich? Eine gute Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 schon entschieden, dass die Grundbesitzwerte neu festgestellt werden, weil die alten Werte vom Jahr 1925 tatsächlich eigentlich nicht mehr allgemeingültig sind. Und dann hat er quasi dem Gesetzgeber auferlegt, er muss in einem vernünftigen Zeitrahmen die neuen Grundbesitzwerte erfassen. Und das wird jetzt dieses Jahr stattfinden. Abgabetermin für diese neue Grundbesitzwerte ist vom 1.7. bis zum 31.10. Dort müssen alle Grundstücke quasi dem Finanzamt gemeldet werden. Es sind in Deutschland 36 Millionen Grundstücke, allein Baden-Württemberg 5,6 Millionen. Und dann geht das Prozedere weiter, dass das Finanzamt dann quasi diese übermittelten Werte weiterverarbeitet, dann den Kommunen, Gemeinden zukommen lässt, damit die dann ab 1.1.25 die neuen Grundsteuerbescheide erlassen können. Ich darf darauf hinweisen, Peter Wahler ist mit seiner Steuerberatungskanzlei im Mittelstand, dem BVMW, organisiert und deshalb habe ich mir auch erlaubt, ihn anzusprechen zu diesem Thema. Was heißt es konkret denn für Unternehmen, für Gewerbebetriebe, aber auch für Freiberufler? Das liegt immer oder kommt darauf an, wo das Grundstück liegt. Das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen, weil es gibt insgesamt deutschlandweit 7 verschiedene Wertermittlungsmöglichkeiten. Baden-Württemberg hat jetzt die einfachste herangezogen, nämlich einfach nur Grundstücksgröße mal Bodenrichtwert. Und da liegt es jetzt dran, wie hoch wird der Bodenrichtwert festgesetzt hier in Baden-Württemberg. Und da ist es unerheblich, ob auf diesem Grundstück dann eine Villa steht, ein Fabrikgebäude oder ein Einfamilienhaus. Und das ist meiner Ansicht nach schon wieder prädestiniert für die nächste Verfassungsklage, weil es kann nicht sein, dass das Grundstück gleich bewertet wird und die Grundsteuer gleich festgesetzt wird, ob eine Villa drauf ist, ein Fabrikgebäude oder ein Einfamilienhaus. Grundstück heißt in dem Zusammenhang, ja, das ist eine Frage, in dem Zusammenhang ja immer Grund und Boden plus aufstehende Gebäude. Genau. Es wird Okay. nur eine Ausnahme gemacht bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, da ist die Wertermittlung wohl eine andere. Okay. Wie geht jetzt eine Kanzlei wie Wahler, die ja sowohl, nehme ich an, normale Steuerbürger haben, aber auch Unternehmer. Wie geht ihr ran an dieses Thema? Also ich habe wegen diesem Thema mich mit einer Kollegin kurzgeschlossen, die dasselbe Problem hatte. Und da wir beide relativ im Tagesgeschäft wirklich ausgelastet sind, mit auch diesen ganzen Corona-Überbrückungshilfen und sowas, wo wir ja alle die letzten 2 Jahre mehr wie beschäftigt waren, habe ich mich entschlossen, mit ihr zusammen eine GbR zu gründen, dass wir für dieses Thema einfach eine eigene Kanzlei auf den Markt bringen, die sich nur diesem Thema annimmt. Und meine Mandanten werden dann quasi genauso von dieser GbR betreut wie von meiner Kollegin und wir teilen uns die Arbeit auf. Gut. Gibt es von Seiten Wahler irgendwelche Tipps oder Hinweise, die man den Menschen noch mitgeben kann, auch den Unternehmerinnen und Unternehmern? Ja, das größte Problem wird sein, nachher, nachdem der Grundbesitz Wert ermittelt worden ist, weiß man immer noch nicht, wie viel Grundsteuer man bezahlt. Das heißt, die Gemeinde wird erst im Anschluss daran, wenn sie die neuen Werte haben, die neuen Messzahlen festsetzen,
Weil ich glaube nicht, dass eine Gemeinde auf Grundsteuereinnahmen verzichten wird. Und demzufolge weiß eigentlich der Steuerpflichtige erst zum 1.1.25, ob er jetzt mehr oder weniger bezahlen muss. Aber der Grundbesitzwertbescheid vom Finanzamt, der ist schon lange rechtsgültig. Das heißt, ich komme dann gar nicht mehr rein in das Prozedere, dass ich die Grundbesitzwerte neu ermitteln lassen kann. Höchstens die Werte verändern sich nach oben oder nach unten um 20.000 Euro. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Grundstücksneubewertung zu machen. Okay, also es gibt einen spannenden Prozess, der vor uns liegt. Ich darf wie immer am Ende des Videos fragen, darf ich die geschäftlichen, also die Kanzleidaten in diesem Fall in den Infokasten unter das Video setzen, für den Fall, dass ein Hörer, ein Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörerin noch eine Frage hat. Sehr gerne natürlich und natürlich auch, wenn du möchtest, gleich die Kontaktdaten dieser neuen Firma, dieser Steuerwert GbR, so nennen wir diese, weil die für den Grundbesitzwert gemacht worden ist. Flyer müsstest du hierzu aber schon haben. Genau, also die Unterlage habe ich ja. Damit geht, also ich habe das jetzt so mitgenommen, es geht jetzt um die Erhebung. Wir haben Abgabefristen. Und ein Stück weit wird dann auch das Thema ja der Lokalpolitik, also sprich den Gemeinderätinnen, Gemeinderäten auf den Tisch gekommen sein, spätestens dann, wenn es um die Messzahlen geht. Und da werden wir dann sicherlich auch wieder gefragt sein auf der politischen Ebene. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Steuerberater Peter Wahler nach Zell unter Eichelberg, und wünsche einen schönen Tag. Danke mich auch, lieber Lothar, dir auch. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte liken Sie das Video. Jeder Like ist entscheidend, auch für Ihre persönlichen Kontakte. Und ganz wichtig, abonnieren Sie den Videokanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.